Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24 mit den Golden State Warriors in den Playoffs. Das zweite Mal am Stück in den Playoffs. Und so ein bisschen bin ich hier als falscher Agent gefühlt unterwegs. Wir spielen nämlich gegen die Houston Rockets und ich bin in Rot und Weiß mit Rockets Cap hier. Einfach, ich zock einfach mit den Rockets. Ich switch mal eben, dann passt das schon. Auf jeden Fall werden wir heute den Auftakt haben gegen Houston. Und wir gucken natürlich als allererstes auf den Kader der Rockets. Mit was für einer Mannschaft treffen sie dann auf uns? Und wir sehen hier unten Jedri Randolph. Und dann diesen Mann hier. Das ist nämlich richtig interessant. Erik Westphal. Der Mann, der von uns damals gedraftet worden ist, inzwischen der zweitbeste Spieler der Rockets. Wurde relativ früh von uns weggetradet, weil er zum damaligen Zeitpunkt eben nicht ganz passte. Hat sich seitdem zu einem richtig, richtig guten Spieler entwickelt und ist jetzt ihr zweitbester Spieler von der Gesamtstärke her. Sie haben auch hier Jillian Romero. Auch bei ihm muss man sagen, der kam von Orlando, also wirklich so. Houston hat den Aufbau gut hinbekommen mit Spielern, die woanders nicht so richtig klar kamen, sind bei ihnen komplett durch die Decke gegangen. Auch Sven Linko kam von Las Vegas, den man irgendwann verpflichten konnte. Also es ist eine ordentliche Truppe, eine geile Truppe, wo man wirklich sagen muss, die Rockets Respekt an die Moves, die sie gemacht haben. Sie haben es wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, die Mannschaft aufzubauen. Aber, und da muss man auch ganz ehrlich sein, wir sind hier der ganz große Favorit. Muss man ganz klar sagen. Randolph, Westphal, Romero, Linko, alle starke Spieler. Auch in der Breite hier mit Starks, Boyd, Knox, RJ Cook, der, glaube ich, auch mal bei Orlando war, korrekt. Und auch bei Dallas davor. Also sie haben hier eine gute Truppe, auch in der Breite durchaus ein bisschen Tiefe. Aber wir sind der ganz große Favorit. Alles andere als ein Weiterkommen von uns wäre eine Enttäuschung. Wir gehen auch gerne mal nochmal in den Teamvergleich rein. Wir sehen auch hier bei uns keine große Schwäche. Die Schwächen der Rockets sind Perimeter, Stärke und Dunks. Also Perimeter, Defense. Matchup-Bericht sind wir ebenfalls hier der Favorit. Voraussichtliche Aufstellung: Randolph, Westphal, Boyd, Linko und Simpson. So wird wahrscheinlich die Starting 5 aussehen. Da gucken wir natürlich gleich mal rein. Und wir gucken natürlich auch noch mal kurz in unsere Minutenverteilung. Ich habe jetzt für die Rockets nichts Spezielles gemacht. Ihr wisst es, die ersten 1-2 Games, die gucke ich mir dann immer ganz gerne an. Aber ich habe folgende Minutenverteilung. Shelton teilt sich die Minuten komplett mit Harrison. Shelton startet. Harrison will ich in der Crunch-Time drauf haben. Pendleton kriegt mit Abstand die meisten Minuten mit 35. Baxter Noel kann nur 27 Minuten für dieses Matchup. Wilson 32 und ich vertraue Mensah. Ich vertraue Stevie Mensah, so gut auch in der Regular Season einem Adams war. Ich denke, Stevie Mensah hat den größeren Mehrwert in den Playoffs. Dann Harrison angesprochen, teilt sich die Minuten. Murphy kriegt 19 Minuten insgesamt, Adams 18 Minuten, Chevion 16 und Boston Junior 15 Minuten. Das ist auf jeden Fall die Playoff-Rotation, die ich hier ausgewählt habe. Wir gehen rein gegen die Houston Rockets und schauen dann mal, wie das erste Game wird der Postseason. Ich hab Bock, Chris Shelton, George Pendleton, Gary Baxter, Mario Wilson und Stevie Mensah gegen Georgi Randolph, Erik Westphal, Sammy Boyd, Sven Linko und RJ Cook. Let's go. Gehen wir rein da. Gehen wir rein hier in die Arena. Pendleton, Baxter, Noelika. Wir haben Bock. Wir sind hier im Chase Center. Wir werden hier gleich den Tip-Off haben in die Postseason und wir gucken, ob wir uns durchsetzen können oder nicht. Tip-Off gewinnt hier Stevie Mensah. Damit der erste Ballbesitz für uns hier in den Playoffs. Shelton. Shelton. Oh. Pendleton. Da kommt der Screen. Pendleton zieht zum Korb. Pendleton. Wird von niemandem aufgehalten. Das war auf jeden Fall mal gleich ein kleines Statement von George Pendleton. Gefühlt die ganze Defensivbewegung konzentriert sich auf ihn und keiner kann ihn stoppen. Ah, jetzt hier. Pendleton, gute Defense. Offensiv stark, in der Defense auch gleich geholfen. Pendleton jetzt hier gegen Erik Westphal. Da kommt der Screen. Und jetzt hier der Ball. Oh, und der Steal. Stark gemacht von Erik Westphal. Jetzt haben wir Randolph. Und die Defense. Ja, da können wir ihn leider nicht aufhalten. Guter Contest, aber es ist nicht geschafft, da entscheidend zu stören. Oh, Pendleton zieht das schön weiter. Der Ball geht auf Mensah, der kann das, aber der wird nicht reingehen. Schlechtes Wurftiming. Randolph jetzt hier. Boyd. Oh, Baxter Noelika. Ja, starke Hände. Starke Hände, die er hat. Das war ein super Pass, aber da ist der Block. Da ist der Block. Und jetzt haben wir Gary Baxter Noelika.
Kahn, der macht die Reverse rein. Schöne Szene für die Golden State Warriors im Auftakt gegen die Rockets. Und jetzt hier Houston. Na? Der Wurf, der ist nicht drin. Shelton. Pennington. Hätte ich ja durchaus auf Wilson spielen können. Stattdessen der Ball auf Mensa, der mit dem Fake. Pennington, nochmal weiter auf Shelton. Jetzt haben wir Shelton. Wenn der Block kommt, könnte Baxter Nwelika den kriegen. Der mit dem Fake. Wenig Zeit. Baxter Nwelika nimmt da den Toughen. Nimmt da den Toughen Layup. Und macht ihn rein. Stark. Richtig, richtig gut gemacht gerade von Baxter Nwelika. Und jetzt hier. Rockets. Na? Starker Dreier. Genauso hat man zu antworten. Die einen machen es tough mit einem guten Layup. Und die Rockets antworten hier mit einem schönen Dreier. Gary Baxter Nwelika. Gary Baxter Nwelika kriegt den Screen. Nimmt den Wurf. Contestet, macht ihn nicht rein. War ein High Contest. Jetzt hier Randolph. Randolph gegen Shelton. Oh, kommt da ein bisschen zu einfach durch. Gibt den jetzt ab hier Erik Westphal gegen Pennington. Shelton ist bei Boyd. Na, switchen. Suchen hier den Wurf. Linko jetzt hier gegen Mensa. Mensa stark. Hat das gut verteidigt. Pennington holt sich Remote Nummer 2. George Pennington geht das erstmal ruhiger an. Der Screen von Mario Wilson. Der Screen ist nicht schlecht, aber das haben sie trotzdem gut switchen können. Und jetzt hier Stevie Mensa. Na, ist dann's ausgelaufen. Ist dann's ausgelaufen hier, Mario Wilson. Rockets jetzt hier. Pennington im 1-on-1 gegen Westphal. Das macht er nicht schlecht. Macht ihn aber nicht rein. Mensa mit Rebound Nummer 3 schon. Pennington jetzt hier schneller Angriff oder was? Na doch, ein bisschen hier das Tempo rausnehmen können von den Rockets. Boah, stark. Und jetzt hier Pennington mit Range. Money. Pennington 4 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist und gute Defense-Aktion immer und immer wieder. Jetzt Randolph. Ja, der Screen von RJ Cook. Randolph, na, wollte den erst nehmen, dann doch nicht. RJ Cook. Schwierig und Foul von Wilson. War nicht nötig. War nicht nötig, dass Wilson unbedingt so reingreift. Aber gut. RJ Cook hier. Mensa versuchte zu stören. Erik Westphal, aber da ist Stevie Mensa. Und jetzt haben wir Wilson. Weitergespielt, Shelton. Sheltons Pass nochmal auf Mensa. Ja. Mario Wilson jetzt hier. Pennington. Wilson kommt, stark. Und da kann Pennington den einfach reindanken. Das geht etwas zu einfach für JP. Der Mann, der in der MVP-Conversation war, aber leider das Ding nicht holen konnte. Aber allein, dass er in der Conversation ist, ist natürlich ein großer Erfolg. Zeigt, was für eine geile Saison er gespielt hat. Und jetzt hier Randolph mit dem Dreier. Na, Pennington holt sich den Rebound. Jetzt haben wir hier George Pennington. Stevie Mensa hat den hier jetzt erstmal im Post. Stevie Mensa. Schade. Kann das eigentlich? Den Fadeaway macht den leider nicht rein. Ach, ein schöner Block von Pennington. Boah, da lässt ihn Westphal einfach stehen. Stark. Erik Westphal lässt da einfach George Pennington stehen. Das hat er gut gemacht. Der Ball geht jetzt auf Baxter Nwelika. Ach ja, Mensa. Stevie Mensa jetzt hier im Post. RJ Cook macht das nicht schlecht. RJ Cook gegen Stevie Mensa. Ne, wird da weggeblockt. Wird da weggeblockt. Stevie Mensa kann sich da leider am Ende nicht ganz durchsetzen, aber der Steal von George Pennington, was für ein Spiel von ihm. Jetzt hier auch noch der Assist auf Stevie Mensa. Aber George Pennington, der ist offensiv wie defensiv momentan sowas von on fire. Einfach stark, was er spielt. Ah, der Ball, na, komm ich nicht mehr ran. Komm ich nicht mehr mit Gary Baxter und Elika ran. Und jetzt haben wir George Pennington. Pennington im 1 gegen 1 oder was? Pennington hier. Versucht sich durchzuspinnen, klappt auch nicht. George Pennington gegen Erik Westphal. Pennington mit dem Fake.
Das ist aber nicht sein Spiel mit dem Rücken zum Korb. Das wissen wir. Mensah hier. Ah, Wilson verliert den. Wilson ist ja nicht mit der besten Partie. Ah, der ist drin. Machen sie. Machen sie rein. Wir gehen auch gleich mal in die Simo bei Minute 3, würde ich sagen. Pennington. George Fan, der wird nicht gehen. Nein. Hat es mal probiert, so einen contesteten Dreier. Auch wenn er nicht geht. Pennington darf so einen Wurf aktuell nehmen. So wie der drauf ist, werde ich ihm das nicht verbieten. Naja, der Dreier, den haben sie. Machen sie. Rockets kontern sehr, sehr gut. Machen das sehr, sehr akkurat bisher. So, naja, kommt da nicht an Westphal vorbei. Macht er gut, Westphal, wie er da Pennington geblockt hatte. Und jetzt hier der Screen von Wilson. Der geht nicht rein. Wilson, Putback, schön. Schöner Putback von Mario Wilson. Zack, hat er den da wieder reingebracht. Hat er gut gemacht. Wilson hier mit seinen ersten Punkten. Ah, Shelton war da doch eigentlich dran. Gegen Randolph jetzt hier. Der hat auch das Ballhandling. Westphal. Ui, kein Foulspiel. Jetzt natürlich die Frage. Ja, der Ball von Linko macht ihn nicht rein. Und da ist George Pennington. Pennington spielt den auf Mario Wilson. Na? Alles geht über diesen Mann hier. George Pennington. Geht da ins Dribbling. George Pennington will sich durchpowern. Macht das auch. Macht das auch. Wahnsinn. 8 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal. George Pennington mit einem Monster ersten Viertel bis hierhin. Also Wahnsinn, was für eine Präsenz der auch vor allen Dingen offensiv wie defensiv ist. Und da ist der Steal von Shelton. Da ist der Steal von Shelton. Jetzt der Ball direkt dorthin. George Pennington schiebt einfach Erik Westphal einfach zur Seite, als wenn das kein Problem für ihn wäre. Beziehungsweise ist kein Problem für ihn. Einfach mal den Erik Westphal wegschieben und jetzt auch noch defensiv am Start sein. Oh yes. Oh yes, und der Ball muss gleich wieder dorthin. George Pennington. George Pennington hier im Dribbling. Jetzt wird er doch ein bisschen aufgehalten. George Pennington, was hat er da vor? Jetzt darf ich eigentlich nicht abdrehen. Ja, der Ball geht dorthin. Mario Wilson kriegt den freien Wurf. Ach, schade. Wilson ist nicht so ganz da. Der hätte jetzt den Hype entfachen können. Pennington, gute Defense. Ah, stark gelöst. Respekt. Stark gelöst von den Rockets. Letzter Angriff und dann gehen wir das erstmal in die Simo. Der Angriff muss natürlich über George Pennington erfolgen. Pennington. Der Ball geht erstmal zu Shelton. Der Screen ist gut. Pennington mit dem Fake. Den muss er jetzt nehmen. Schwierig. Musste den nehmen. Da haben wir Stevie Mensah. Der Ball geht nochmal hier hin. Wir dürfen nicht überdrehen, aber vielleicht können wir Mario Wilson freispielen. Auch das kontern sie leider. Gut. Pennington, das ist eigentlich nicht seins. Aber er macht ihn! Selbst das klappt! Wenn das klappt, dann weißt du, dass es gut läuft. Was ein erstes Viertel von George Pennington. Ey, der ist echt kein Postgame-Spieler, aber das hat er gut gemacht. Wir gehen ein bisschen in Simo Richtung Ende zweites Viertel. 41-31, okay. Pennington bei 15 Punkten, 5 Rebounds, 3 Assists. Stark. Jetzt haben wir ihn hier. George Pennington. George Pennington. Den Pass sucht er, das ist ein Turnover. Und jetzt hier Gary Baxter-Nwelika. Boah, starke Defense. Starke Defense von Gary Baxter-Nwelika. Hat er gut gemacht. Jetzt haben sie die Dreiermöglichkeiten und machen den. Ja, die Rockets treffen die Dreier wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Pennington. Jetzt hier Harrison. Na, der Screen ist gut. Der Wurf von Harrison macht ihn leider nicht rein. Erik Westphal. Westphal hat versucht, sich da freizulaufen. Klappt nicht ganz. Pennington ist bei ihm. Harrison auch gegen seinen Gegenspieler. Jetzt hier Boyd. Der Screen kommt. Baxter-Nwelika macht das gut. Und da ist der Steal und der Ball bei uns. Der Ball bei uns. Und jetzt hier Gary Baxter. Nwelika macht ihn damit einhändig rein. Schönes Ding. Jetzt hier die Warriors wieder 9 Punkte vorne. Und da ist der gute Contest. Der gute Contest, am Ende sogar bei ihm der Rebound. Der Ball auf Harrison, kann er den machen? Boom! Yes! Oh yes! Oh yes, oh yes, oh yes! 12 Punkte vorne. Das sieht gut aus, Leute.
Game One sieht bisher sehr, sehr gut aus. Und da ist fast der Stil. Jetzt haben sie nochmal die Chance, nochmal die Möglichkeit. Den machen sie. Den machen sie. Simpson hier. Hannington. Wer auch sonst, ne? Wer auch sonst. Jetzt hier kommt Mensah gut. Und den schiebt er da einfach weg. Ist das gut. George Pennington. Der ist gerade dabei, in seine Prime zu kommen. Gerade körperlich. Also der ist nicht aufzuhalten im 1 gegen 1. Man wusste, was für ein Potenzial er hat. Und wenn er das wirklich ausschöpfen kann, dann ist Game Over für die Gegner. Mensah, guter Contest. Genau für diese Aktion brauchen wir dich, Stevie. Der Ball geht jetzt weiter. Nochmal weiter. George Pennington, contesteter Wurf. Der geht dann leider nicht rein. Die 3 hat er noch nicht ganz so drauf heute. Ja, dann lässt sich Westphal fast schon ein bisschen zu einfach durchgehen. Jetzt Randolph, Mensah gegen Simpson. Mensah macht das gut. Stevie Mensah macht das perfekt bisher. Pennington, Harrison. Auch der Fake. Und das war dann eine dumme Entscheidung meinerseits. Pennington ist da. Schöner Contest. Der Rebound ist bei ihm. Mensah stört da gut. Schönes Foul. Das sind die Fouls, die mir gefallen. An den Punkten gehindert. Perfekt. Sollen sie sich die lieber schwer arbeiten, die Punkte. Starks macht aber beide rein. Harrison. Jetzt hier Harrison nach wie vor im Ballbesitz. Der Ball geht nicht zu Pennington. Schlechtes Anspiel, aber Pennington, der regelt das. Pennington, der regelt das und schiebt ihn da einfach weg und macht ihn rein. Pennington ist so eine Macht. Der Typ ist so eine Macht. Also die kompletten Schultern und auch hier die Rippenregion und Co. vom Westphal, die werden blau sein nach dem Spiel hier. So oft wie ihn hier Penn einfach wegschiebt. Oh, guter Pass. Guter Pass. Mensah versucht alles, kann ihn aber nicht mehr stören. RJ Cook hier. Baxter Nwelika. George Pennington. Step back. Schade. Foulspiel. Aber wir nutzen das Foul tatsächlich mal, um weiter in die Simo zu gehen, Richtung Mitte, drittes Viertel. 12 Punkte Unterschied. Also wir sind gerade in dieser Phase, wo wir es vielleicht schaffen können, mit den entscheidenden Aktionen das Spiel komplett an uns zu reißen. Pennington kriegt viel Platz. Macht er nicht rein. Okay, die Dreier klappen noch nicht. Hat er eigentlich genug Platz bekommen? War da auch frei? Sollte aber nicht ganz sein. Randolph. Ja, faul. Also sind sogar im Bonus, okay. Ja gut. Randolph jetzt hier. Ah, macht den ersten nicht. Sehr schön. Und jetzt hier der zweite. Den macht er dann. 64-53. Und jetzt haben wir hier Pennington. Ah, das war Fail. Ich wollte den eigentlich da auch abgeben, aber ja. Den macht er rein. Ey, Westphal ist auch ein Killer, muss man sagen. Sehr, sehr effizient, zumindest vom Eye-Test her. Das, was wir sehen. Wie seine Quote dann am Ende ist, müssen wir gucken. Aber macht das bisher ganz gut. Harrison kriegt ein bisschen Platz. Boah, starkes Zuspiel. Der Fake. Jetzt hier Pennington. Pennington kriegt ein bisschen Platz und dann Blocking Foul. Blocking Foul von RJ Cook. Pennington an der Freiwurflinie macht den 20 Punkte. Also wieder mal ein Wahnsinns-Overall-Game. Er ist ja eigentlich nicht dieser absolute Megascorer, aber dieses Overall-Game macht ihn halt auch einfach aus. Du kannst den George Pennington nicht nur an Punkten messen. Er holt dir Rebounds, er holt sie dir auch wirklich im Contest, er gibt dir einige Assists, er powert sich durch, er macht so viel und er zieht auch extrem viel Aufmerksamkeit von der Defense auf sich. Unglaublich wichtiger Spieler. Linko macht ihn nicht rein. Zumindest nicht im ersten, aber im zweiten. Stark vom Finn hier. Ist ja auch einer dieser finnischen Generationen, die wir hier in den letzten paar Jahren in der NBA hatten. Heinen und wie sie nicht alle heißen. Und jetzt hier. Oh, schwierig. Nächstes Foul. Zieht einfach das nächste Foul. Zwei Fouls am Stück hier gezogen vom Pennington gegen RJ Cook. Ja, den macht er. Da hat er manchmal seine Probleme mit einem Freiwurf. Wissen wir. Macht beide rein. Sehr schön. 23 Punkte. Erik Westphal. RJ Cook. RJ Cook.
Ah, Fake. Jetzt hat er sich da so ein bisschen verspielt gehabt. Westphal. Erik Westphal schön sich gelöst. Hat er eigentlich gut gemacht. Aber jetzt hier George Pennington. Spielt den. Oh, off Harrison. Chevion. Chevion mit dem Screen. Na, Pennington gibt den nochmal ab. Stevie Mensah. Chevion, guter Screen von Chevion. Boah, schön nochmal abgegeben, den Ball von Pennington. Der ist nicht drin. Westphal. Chevion versucht zu stören, klappt nicht ganz. Und Erik Westphal ist wirklich Killer. Der hat halt die Warriors-Gene in sich, was das Shooting angeht. Und Pennington kommt einfach vorbei. Ui. Und hebt dann ab. Ja, da erhebt sich auch einmal hier die Halle. Alle hier mit Standing Ovations für George Pennington. Die wissen genau, die Fans hier. Wenn der so weitermacht, dann ist alles möglich. Dann ist wirklich alles möglich mit dem Mann. Harrison gegen seinen Gegenspieler hier. Boyd. Linko. Ach, kein Foulspiel, sagt der Ref. Money. Wir machen noch einen Angriff, eine Defense-Aktion, dann gehen wir Richtung Crunch-Time. Ui. Okay. Etwas wild von Boston Junior. War ein bisschen sehr lässig gespielt. George Pennington im Dribbling gegen seinen Gegenspieler. Jetzt nochmal mit dem Stepback und den macht er rein. Ist das gut? Ist das gut, was er spielt? Gehen wir in die Simo. Gehen wir in die Simo. Gucken mal. Boah, 10 Punkte Unterschied im letzten Viertel. Da gehen wir doch gerne rein. Also wir haben immer noch diesen kleinen Vorsprung. Jetzt ist Penn auch mal draußen. Gucken wir, was wir ohne unseren Superstar so hinkriegen. Ganz wichtige Phase jetzt, wo Pennant mal ein paar Minuten Pause kriegt. Shelton, mit etwas zu viel Spielwitz den Ball versucht zu spielen. Ah, der Screen von Adams. Und Murphy, macht ihn. Murphy kann's. In den letzten Playoffs ist ja auch einer gewesen, der sich absolut gewehrt hat gegen das Ausscheiden. Also Murphy hatte einen super Eindruck hinterlassen können. Boyd. 12 Punkte sind wir übrigens jetzt vorne. Simpson. Nein, so nicht. Adams ist da natürlich einfach nochmal ein anderer Gegner auch, als es ein Mensah ist. Rein körperlich gesehen. Boston Junior. Boston Junior versucht sie jetzt in der ISO. Gebt den Ball ab. Shelton. Hätten wir nehmen können, machen wir aber mal nicht. Jetzt hier Mario Wilson oder was? Shelton. Shelton zieht das Foul stark. Macht er gut. 6 Punkte, 1 Rebound, 6 Assists bei Shelton. Zieht hier das Foul, hat jetzt die Freiwurfmöglichkeit. Macht den auch, okay. Und der zweite ist auch drin, sehr schön. 14 Punkte Unterschied. Es sieht gut aus, was Game 1 angeht. Ah, Shelton. Jetzt ist Simpson gegen Adams. Ah, viel Zeit geht hier rum für die Rockets. Sehr viel Zeit. Hatten da auch gerade die Möglichkeit für den Wurf mit Westphal, muss man sagen. Und der geht dann rein, weil Shelton etwas zu früh gesprungen war. Murphy. Der Screen von Adams. Murphys Midranger ist nicht drin. Der Ball bei Adams. Und jetzt hier Boston Junior kriegt den Screen. Nimmt den Midranger. Macht den Midranger rein. Stark. Boston Junior 6 Punkte jetzt hier. Und damit auf 13 Punkte wieder der Vorsprung. Murphy kommt nicht ganz ran. Romero. Simpson. Da lasse ich ihn zu leicht durch. Ja. Adams pennt da ein bisschen. Adams hat da ein kleines bisschen geschlafen in der Aktion. Wilson. So, der Ball jetzt hier hin. Shelton. Murphy kann den Wurf nehmen. Nimmt den. Adams holt sich den Rebound. Verliert den Ball fast. Ballbesitz Warriors. Kriegt da den freien Wurf. Ach, come on. Den muss er machen. Den muss Murphy eigentlich machen. Hat sich da gut durchgeschlängelt.
durch die ganzen Spiele, aber macht den Wurf halt nicht rein. Murphy. Shelton. Was jetzt? War eine Maus leider. Wir sollten auch gleich mal schauen, dass wir auch wechseln. Ich würde auf jeden Fall Mensah gleich wieder mit am Start haben und einfach natürlich Pennington. Bei dem ist es am wichtigsten, dass er dann gleich wieder auf dem Feld ist. Der Screen, aber nicht mit Shelton. Das Dribbling ist nicht schlecht. Shelton ist aber auch da. Verteidigt das gut gegen Romero. Starks. Starks nimmt den. Macht ihn nicht rein. Shelton mit dem Rebound. Murphy, catch and shoot. Dreier. Geht doch. Geht doch. Murphy macht ihn. Da sind auch Mensah und Pennington auf jeden Fall überzeugt von. 14 Punkte Unterschied wieder. Haben den alten Rückstand wieder hergestellt. Ah. Macht der rein. Starker Dank. Starks hier mit den Punkten. Für die Rockets. Macht der Fake. Oh, der ist auch drin. Oh, yes. Kaum soll er ausgewechselt werden, dreht Murphy hier plötzlich durch oder was? Auf einmal macht er hier einen Dreier nach dem anderen rein. Sehr schön. Double Screen dort gerade. Und mehr, was jetzt? Foul durch Boston Junior. Kann ich vielleicht auch mal wieder durch Max Sameka ersetzen. Und jetzt hier die Rockets mit Romero. Guck. Der Dreier. Na, der Ball ist jetzt hier bei ihnen. Und am Ende macht hier Linko die Punkte. Der Finne mit den Punkten für die Rockets. Pennington. 27 Punkte hat er schon und den macht er auch rein. 29. 29, 7 und 6 für George Pennington hier. Rockets, na. Der ist. Ui, nicht drin. Okay, das war Fail. Die Möglichkeit für sie. Nutzen sie nicht. Nutzen sie nicht. Der soll nach vorne, Mann. Ich drück doch nach vorne. Ich drück doch. Ich weiß nicht, warum er den dahin gespielt hat. Ich weiß es nicht. Egal. Alles halb so wild. Wir sind 15 Punkte vorne. Nicht aufregen. Kostet nur Nerven. Ach, der Screen war gut. Westphal nimmt den, aber wird geblockt. Wird geblockt von Mario Wilson. Wilson. Money. Macht ihn. Mario Wilson hier. Panel übrigens bei 7 Assists heute schon. Timeout der Rockets. Eigentlich ist das Ding durch. Wir gucken mal, dass wir noch bis Minute 4 zocken. Und dann schauen wir mal, ob sie hier nochmal rankommen oder ob es das war. Weil wenn wir 17 Punkte vorne sind, bis nur noch 4 Minuten zu spielen sind, dann ist der Sieg relativ sicher bei uns. RJ Cook nimmt den nicht. Westphal contestet, macht ihn rein. Also der Mann hier, Erik Westphal, der macht ein Wahnsinns-Game. Muss man einfach mal sagen. Aber George Pennington macht das Game ebenfalls. Und jetzt hier Mensah wird beim Dreier gefoult. Randolph mit dem Foul an Stevie Mensah beim Dreier. Ah, da wird er sich ärgern. Weil Mensah ist eigentlich relativ sicher an der Freiwurflinie. Kann auf 9 insgesamt für sich selber erhöhen. Macht den zweiten perfekt rein. Stevie Mensah. Oh, den dritten macht er nicht, okay. Den dritten macht er nicht. Shelton ist da dran an seinen Gegenspieler. Randolph. RJ Cook. Romero. Pennington an gegen Randolph. Contesteter Wurf. Der Ball ist bei Pennington. Stark gemacht von Pennington. Eben defensiv und jetzt offensiv oder was? Jetzt offensiv. Nur mit Foul zu stoppen. Randolph mit dem Foul. George Pennington hat die Chance, jetzt auf über 30 zu erhöhen. Macht den ersten rein. 30 Punkte für JP. Oh yes, 31. 31 Punkte. Wir sind 19 Punkte vorne. Also eigentlich darf hier nichts mehr anbrennen. Und da ist der Stil durch Shelton stark. Der Ball geht wohin? Natürlich zu Pennington. Den macht er nicht rein. Wilson hat den. Jetzt haben wir hier wieder Pennington.
Okay, das war vom Timing her kompletter Schrott. Da bin ich zu weit rausgerutscht. Aber Shelton ist ja wieder da. Der beruhigt hier gleich mal den Angriff der Rockets. Gar kein Problem. Boah, starker Contest von Mario Wilson. So macht man das. Und jetzt hier Penetton. Penetton auf Baxter Nwabuike, der mit dem Fake. Nein, Shelton hätte da gerne noch an den Ball entgegengehen können. Randolph und ui. Foulspiel, sagt der Ref, okay. Aber eine Minute Zeit haben sie noch, um irgendwie ranzukommen. Ah, dann müssen sie es auch jetzt machen. Weil sonst war es das für die Rockets. Penetton. George Penetton. Penetton gegen Erik Westphal. Nach wie vor Penetton und sie lassen Mario Wilson da alleine. Fast schon. Na doch nicht. Und Penetton kann ihn da auch einfach wegschieben. Also, du bist schon dort in der Nähe, dann double ihn doch auch. Er hätte lieber den Dreier zugelassen, als jetzt Penetton gegen Westphal. Klar, Penetton nicht der Beste im Post, muss man auch sagen. Darauf kann man vielleicht mal gamblen. Aber weiß nicht. Und dann kein Block. Kein Block. Penetton sieht das anders, aber komm. Lassen wir das bei denen. 18 Punkte sind es ja noch. Wir haben übrigens 13 Spiele zuletzt in Folge gewonnen. Ach, das war sogar ein Dreier. Okay, dann hätte ich die Challenge doch nehmen sollen. Weil Erik Westphal ist jetzt dort. Das könnte mal interessant werden. Weil Erik Westphal, der hat bisher echt gut getroffen. Aber gegen diesen Mann hier defensiv was zu machen, ist halt nochmal eine andere Sache. Und jetzt kommt auch noch Wilson. Nee, der war nicht gut. Der war nicht gut geworfen. Westphal gegen Penetton. Zwei Spieler, die on fire sind. Randolph gegen Shelton. Okay, jetzt hier Linko gegen Mario Wilson. Schwierig. Macht er auch nicht rein. Der Ball ist bei uns. George Penetton. Da ist so ein bisschen die Hitze weg. Penetton. Wollen wir die Hitze wieder zurückholen? Shelton wird komplett freigelassen. Warum auch immer. Der kann das aus der Midrange. Macht ihn aber nicht. Macht ihn aber nicht. Und jetzt hier. Hätten den Dreier nehmen müssen eigentlich. Oh, jetzt geht es zu früh hoch. Jetzt hat Westphal Platz. Na, Linko. Was machen sie da? Fast der Stil von Penetton. Penetton macht das gut. Penetton macht das gut. Shelton ist auch noch da. Jetzt ist Mensa noch da. Sie kriegen sogar nochmal den Rebound. Und nach all dem macht das Linko. Macht den auch noch so hier. Lädt einmal nach. Und jetzt hier Baxter Nwabuike. Stepback von Penetton. Der ist nicht drin. Und Mensa kriegt den Rebound nicht. Wir haben gerade einen kleinen Shooting Slump. Erik Westphal. Foul von Penetton. Foul von Penetton. Es sind nur 14 Punkte. 1, 2, 3, 2, 3 schlechte Angriffe von uns. Und dann kann das hier schon böse aussehen. Deswegen spiele ich erstmal weiter. Ich meine, der Vorsprung ist da, der ist auch gut. Der gibt uns ein bisschen Puffer, aber der ist noch nicht so, dass du sagen musst, da kann nichts mehr anbrennen. Ui, vor allem nicht, wenn sie solche Dreier treffen. 11 Punkte Unterschied. Penetton. Penetton. Gehen wir erstmal ab. Muss mal jemand anderes hier jetzt mal eine Lösung haben. Stevie Mensa mit dem Screen. Der Pass geht fast komplett raus. Jetzt hier Mensa. Mensa wird gefoult. Und Adjei, guck, das ist kein schlaues Foul. Weil Mensa hätte einen schwierigen Wurf nehmen müssen. So ermöglicht man ihn jetzt von der Freiwurflinie die Punkte. Er macht den ersten. Wenn er den zweiten macht, dann sieht es nicht gut aus für die Rockets. Und er macht den zweiten nicht, aber es sieht noch viel schlechter aus für die Rockets, weil wir einfach mal den Rebound holen. Das ist natürlich aus ihrer Sicht jetzt eine Komplettkatastrophe. Weil je nachdem, wie das jetzt hier ausgeht, bedeutet das noch mehr Punkte, die sie kassieren. Und Penetton macht den nicht rein, okay. Mensa stört da seinen Gegenspieler. So gut es geht, sie nehmen den Dreier. Westphal. Ey, der trifft auch jeden Ball. Er trifft jeden Ball, dieser Erik Westphal. Wahnsinn. Bin gespannt, was am Ende bei ihm für Punkte draufsteht. Der hat doch locker 40 geknackt. Jetzt hier Penetton. Gehen wir im Post oder was? Mario Wilson. Nein!
Bro, du sollst nicht werfen. Wir dürfen das nicht aus der Hand geben. Jetzt ist hier Randall. Wahnsinn. Wahnsinn, wir nehmen mal eine Timeout. Also wie gut sie treffen, ist der Wahnsinn. Mich würde echt mal interessieren, was Westphal, aber gucken wir gleich mal am Ende des Games drauf. Wir gehen hier jetzt erstmal mit Harrison. Und ich will Adams haben. Ich brauche ein bisschen mehr Körperlichkeit. Brauche ein bisschen mehr Körperlichkeit jetzt hier. Baxter Nwedeka nur 8 Punkte, das ist nicht gut. Gary Baxter Nwedeka. Harrison läuft sich frei. Der Screen war gleich zweimal gut. Harrison macht ihn nicht rein. Und jetzt die Rockets mit der großen Chance auf einem One-Possession-Game. Westphal, den müssen wir stören. Den müssen wir so gut es geht stören. Oh, Baxter Nwedeka hatte seine Finger da im Spiel. Und jetzt hier, Randall. Oh, RJ Cook. Linko. Spielen sich viel den Ball hin und her. Die Frage ist, wohin damit? Der ist drinne. Contested das Ding reingemacht. Die Rockets haben Herz. Die waren mal 14 Punkte weg. Die waren teilweise 19 Punkte weg. Und guckt euch an, wie sie zurückgekehrt sind. Wahnsinn. Adams, der Block war gut. Der Block war gut. No! Come on! Harrison! Ey, wenn wir das aus der Hand geben, das darf nicht passieren. Wir waren teilweise 19 Punkte vorne. Die Rockets sind gefährlich als Team. Pennington. Was denn mit dir, Baxter Nwedeka? Baxter Nwedeka! Baxter Nwedeka hat den. Hat den nochmal. So, jetzt hier. Harrison kriegt den Screen. Aber das ist schwer. Was macht er da? Harrison, Katastrophe. Jetzt hier Randolph. Der Ball ist schwierig. Wow. Wow. Wahnsinn. Respekt an die Rockets, wie sie hier zurückkommen. Jetzt hier George Pennington. George Pennington einfach mit Gewalt oder was? George Pennington einfach mit Gewalt. Das klappt nicht. Das klappt nicht. George Pennington mit Gewalt klappt nicht. Maga. Die Rockets jetzt mit der Chance, das Ding hier noch komplett zu drehen. In der regulären Spielzeit. Die waren mal 19 Punkte hinten. Das wäre ein mega Comeback. Randolph. Gegen Harrison. Die Möglichkeit jetzt hier für Randolph. Randolph hier nach wie vor. Harrison. Hat er nicht ganz rein. Jetzt könnte der Screen kommen. Jetzt könnte der Screen kommen. Sie haben den Ball mit RJ Cook. Nimmt den. RJ Cook trifft den. Sie drehen eine 19-Punkte-Führung um. Wow. Jetzt brauchen wir eine Heldentat. Jetzt brauchen wir irgendeine Heldentat. Boah, das ist natürlich maximal dumm gerade gewesen. Wir hatten keine Timeout mehr. Oh mein Gott. Wir haben das Spiel verloren. Wir haben gerade das Spiel verloren. Das war gerade die dämlichste Aktion 2024 oder 2038 eher, weil wir uns da ja befinden im Game. Boah, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ob man dazu was sagen soll. Man muss die Rockets respektieren, das haben sie mit diesem Spiel gezeigt. An ihm lag es nicht, am Pennington. Der hat alles gegeben. Vielleicht lag es eher an diesem Mann hier, Baxter Nwedeka. Boah, enttäuschend. Sehr enttäuschend. Ich meine, er droppt 33, 9, 7, 2, 1. Relativ effizient, bis auf von der Dreierlinie. Aber die Unterstützung ist halt sehr, sehr mager. Muss man auch sagen. Wo ist die Unterstützung? Wilson, 14 Punkte ist noch okay. Murphy, 11 Punkte. Von der Bank mit 13 Minuten ist auch okay. Mensah, 9 und 9. Dafür spielst du nicht so viel. Baxter Nwedeka als zweitbester Scorer, 8 Punkte. Keinen einzigen Dreier überhaupt probiert. Allgemein nur 5 Würfe aus dem Feld. Warum? Ah, schwierig.
Wenn du hier Randolph hast, hier Westphal nur 20 Punkte angeblich, okay. Boah, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, sage ich euch ehrlich. Aber gut, wird anscheinend eine spannende Serie. Euer Vlosch meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und bye bye.